Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Die Firma Focalure hat mich angeschrieben und ob ich nicht deren Produkte austesten möchte. Und da habe ich ein bisschen was zugeschickt bekommen. Das ist einmal eine Lidschattenpalette und dann habe ich hier noch Lippenprodukte. Und vor allem um die Lidschattenpalette wollte ich mich heute mal mit euch zusammen kümmern. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also den Online-Shop von der Firma Focalure verlinke ich euch mal unten in der Infobox, da findest du dann alle Informationen. Ja, wie du siehst, habe ich mich auch überhaupt nicht geschminkt heute Morgen. Ich habe nur eben mein Gesicht eingecremt und möchte mich dann jetzt vollkommen mit euch um diese Lidschattenpalette kümmern. Das ist diese hier, die heißt Impressionism und ich finde diese Verpackung auch wirklich sehr interessant. Also diese Pinselstriche, die da drauf sind, sehr impressionistisch, tatsächlich. Und das ist eine Lidschattenpalette mit 18 Farben. So, dann kann man die hier rausnehmen. Die kommt dann hier in so einer schwarzen Pappverpackung. Und hier haben wir das Schätzchen. So sieht die Palette aus. Und hier haben wir die Farben. Ich nehme mal die Folie ab. So, das sind komplett matte Farben. Das heißt, ich versuche heute auch einen komplett matten Look mit euch zu schminken. Bin ich ganz gespannt drauf. Hier oben ist auch ein Spiegel mit drauf. Da ist noch die Folie dran. Die mache ich mal eben ab. So sieht das Ganze dann aus. Die Farben haben auch alle Namen. Vom Design her erinnert mich das an viele andere Paletten, die man so kennt. Der Geruch ist eher... künstlich, aber nichts Besonderes. Und die werde ich jetzt mit euch zusammen testen. So, zuerst würde ich einfach mal mir kurz einen Lidschattenprimer auftragen, weil wie gesagt, ich habe nichts auf meinem Gesicht. Und da habe ich jetzt hier von Freedom einen, den Pro Eye Primer. Und verblende den hier mit meinem BH Cosmetics Nummer 6 Pinsel. Das ist einfach so ein flacher. So, die Base sitzt, dann fangen wir doch einfach mal an. Dann nehme ich hier den Ton Marshmallow. Der passt ganz gut. Und dann nehme ich hier auch von BH Cosmetics aus dieser Rose Quartz Reihe die Nummer 8. Das ist so ein Pinsel. Und dann nehme ich mir die Farbe. Okay. So, dann haben wir die Base gesettet und machen weiter. Ihr habt euch gewünscht, dass ich einen etwas krasseren Look mal schminke und das versuche ich jetzt tatsächlich auch. Ich versuche mich dieses Mal wirklich so ein bisschen in diesen grünen Bereichen aufzuhalten und verwende deswegen... Ich habe ein bisschen Angst vor solchen intensiven Looks, ne? Ich nehme auf jeden Fall die Farbe Ash. Das ist hier so ein Petrol. Ja. Und setze ich mir mal hier in die Lidfalte. Hui, die sind gut pigmentiert. Ich setze bei mir das ja immer etwas höher an, weil wenn ich jetzt so gerade gucke, seht ihr ja, ne, das verschwindet relativ schnell. Deswegen versuche ich das immer ein bisschen höher zu ziehen. Das ist meiner Meinung nach dann immer eine ganz gute Geschichte, damit man halt auch irgendwo so ein bisschen, ja, ein Auge wieder bekommt und damit man die Farben auch überhaupt sieht. Also die sind wirklich sehr gut pigmentiert, wirken jetzt noch etwas fleckig, aber das ist jetzt ja auch einfach mal der erste Auftrag. Ich werde es nachher ja noch alles schön verblenden. Aber die Farbe an sich finde ich schon ganz cool. So ein Petrol, das passt wirklich gut zu meinen grün-braunen Augen. Ist cool. So, um dann hier meinen äußeren Augenwinkel zu verstärken, gehe ich in die Farbe Jungle. Da nehme ich mir aber, glaube ich, mal einen anderen Pinsel. Ja, dann nehme ich hier von BH Cosmetics die Nummer 9. Das ist auch so ein Blenderpinsel, ne? Und gehe ein bisschen in die Farbe Jungle. Klopft das aber ein bisschen ab, weil wenn das auch so pigmentiert ist, dann geht die Party ab. Ich sag euch das. Und gebe mir das, hier außen hin. Und ziehe das dann auch so ein bisschen noch nach vorne. Ich tupfe das nur so ein bisschen. Ganz vorsichtig. Also die Farben lassen sich gut miteinander verblenden. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Auf mein komplettes bewegliches Lid gebe ich hier von Luvia, ist das ein Pinsel, die Nummer 5 aus der Prime Vegan Reihe. Das ist so ein angeschrägter Pinsel. Die Farbe Maritim Olive, glaube ich.
Oder Mist? Nee, ich nehme Mist. Wir gucken mal. Also Kickback hast du auf jeden Fall in der Palette. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ja. Aber das liegt halt daran, dass es so ultra pigmentiert ist. Also so hast du echt mit drei Farben schon ordentlich was auf dem Auge, ne? Das ist schon mal derbe. Dann nehme ich mir einen sauberen Blenderpinsel. Das ist hier von Evelyn einer. Ich muss mal eben kurz das Kickback hier wegpusten. Dann nehme ich mir erstmal vorsichtig die Farbe Marshmallow. Das war ja die Farbe, die ich auch genommen hatte, um mein Lid zu setten. Und verblende das Ganze mal nach oben hin. So sieht das verblendet aus. Ist noch nicht so ganz meins. Ich gehe nochmal hier in die Farbe Ash und verblende das dann auch nochmal in den Kanten. Dann ist mir das hier an den Seiten noch ein bisschen zu hell. Also da finde ich, dass der Farbton Mist, also dieser sehr helle Ton, sehr extrem jetzt gegangen ist. Ja, deswegen gehe ich jetzt hier in die Farbe Maritim Oliv. Auch wieder mit dem gleichen Blendepinsel, den ich gerade zum Ausblenden benutzt habe, weil jetzt ist er eh dreckig. Und mache das hier nochmal im äußeren Drittel ein bisschen rein. Ich verblende das hier auch so ein bisschen nochmal in die Lidfalte, damit sich die Farben halt auch so ein bisschen miteinander verbinden. Und dann gehe ich nochmal in die Farbe Jungle. Und boah, es hat echt viel Kickback. Und setze mir das hier noch ein bisschen rein, weil mir das alles irgendwie noch zu hell hier außen ist. Und ich mir denke, okay, so ein bisschen mehr Farbe auf dem beweglichen Lid geht. Also das ist schon ein cooler Farbverlauf, finde ich. Also die Farben gefallen mir auch ganz gut. Es ist ein dunkler Look, aber ein schöner Look. Was mir so ein bisschen fehlt, ist jetzt gerade so ein Highlight, ne? Dass ich da irgendwie so eine hellere Farbe habe, beziehungsweise eine glitzernde Farbe. Das heißt, hier sind ja wirklich nur die matten Töne drin. Aber das versuche ich nachher mit dem Highlighter dann noch ein bisschen rauszuhauen. So, Kickback wegmachen. Aber sehr, sehr schön pigmentierte Paletten. Ich blende euch auch mal jetzt so die Swatches von dieser Palette ein, dass ihr dann auch mal seht, wie die anderen Farben so aussehen, weil ich kann mir jetzt nicht alle Farben aufs Auge packen. Das würde mir persönlich auch einfach nicht gefallen, wenn es zu bunt ist. Also was so Fallout unter den Augen angeht, habe ich nichts. Das heißt, ich hätte theoretisch auch vorher meine Base machen können, ohne dass ich sie zerstört hätte. Aber habe ich nicht. Deswegen mache ich jetzt eben meine Base und bin sofort wieder zurück. Tada! Base ist ready. Ja, wenn das immer so schnell gehen würde, ne? Ich finde irgendwie übrigens, dass der Lidschatten meine Augenbrauen rötlicher aussehen lässt. Ich benutze ja immer den gleichen Augenbrauenstift. Das ist ja der von Catrice Lymatic hier. Immer die gleiche Farbe, aber je nachdem, was für einen Lidschatten ich drauf habe, verändert sich meine Augenbrauenfarbe. Das ist echt crazy, Leute. So, Base ist gemacht. Das heißt, ich habe die Foundation drauf, ich habe den Concealer drauf. Ich habe das abgepudert. Ich habe mir ein bisschen Bronzer, ein bisschen Blush drauf gemacht, aber nur ganz dezent. Und Augenbrauen. Und dadurch, dass ich den Concealer gemacht habe, hat sich hier so eine Kante entwickelt. Das finde ich immer sehr praktisch. Und jetzt mache ich mir den unteren Wimpernkranz eben. Der fehlt nämlich noch. Dafür nehme ich hier so einen ja, interessanten, sehr flachen Pinsel von BH Cosmetics, die Nummer 9 aus dieser Rose Quartz Reihe. Übrigens verlinke ich euch mal dieses Pinselset. Müsste ich mal so langsam, ne? Gut, dann nehme ich hier den Jungle Ton. Ganz vorsichtig gehe ich da rein, weil ich habe jetzt schon direkt derbe was auf dem Pinsel und presse mir das außen in meinen Augenwinkel unten drunter. Ihr wisst, was ich meine. Also über die Pigmentierung kann man sich hier echt nicht beschweren. Das ist der Wahnsinn. Ich bin jetzt nur ganz, ganz vorsichtig hier drüber gegangen und schon direkt, bam, da ist es. So, geh nochmal vorsichtig hier in die Farbe Jungle rein und gebe mir das auch auf die andere Seite.
Und ich finde, wenn du so eine krasse Pigmentierung von den Lidschatten hast, dann kannst du dich auch nicht über Kickback oder Fallout beschweren. Das ist dann einfach so. Irgendwoher muss ja die Pigmentierung kommen. Die kommt ja nicht von ungefähr. So, jetzt nehme ich mir noch einen. Nö, den kann ich wieder nehmen, ne? Dann mache ich kurz sauber. Und dann gehe ich hier in die Farbe Mist. Auch wieder vorsichtig rein. Und gebe mir das auf die innere Hälfte. Oha. Wahnsinn, wie viel Produkt da drauf kommt. So, jetzt habe ich unter dem Auge auch die Farbe noch weiter gezogen. Hier habe ich jetzt ein bisschen gepatzt, aber da kann man mit dem Finger mal eben so ein bisschen machen. Zack, schon ist wieder hübsch. Ich ziehe mir jetzt einen Eyeliner und mache mir Mascara drauf und dann sehen wir uns sofort wieder. Ich habe mich jetzt entschieden, wo ich den Eyeliner jetzt gezogen habe, dass ich die Fläche, die ich jetzt hier ja in etwas heller habe, auf dem beweglichen Lid, noch etwas verstärke mit einem Highlighter, weil mir das zu wenig ist. Und da habe ich hier von Becca meinen Mini Opal Highlighter. So sieht der aus. Und den gebe ich mir jetzt hier einfach mal so ein bisschen drauf, weil das ist mir jetzt gerade einfach zu wenig. So, da habe ich hier von Bella Pierre so ein Pinselchen. Das war mal mit dabei. Und dann trage ich mir den einfach mal so ein bisschen oben noch drüber als Topper. Mal gucken, ob das funktioniert. Ein bisschen. Nicht so, wie ich mir das erhofft habe, aber ein bisschen. Habe ich auf jeden Fall so noch einen Schimmer reingebracht, ne? So, jetzt mache ich Lashes. Ja, also so sieht das mit getuschten Wimpern aus. Ist ein sehr, sehr dramatischer, dunkler Look, würde ich mal so sagen. Und ich hätte mir das auf dem Lid tatsächlich noch etwas heller machen können. Habe ich aber nicht. Ich habe einen Highlighter-Pinsel. Das ist einer von Luxie, die Nummer 522. War mal in der Box oder im Adventskalender, weiß ich gerade nicht. Und dann nehme ich mir meinen Highlighter und verpasse mir ein Highlight. Ich liebe Highlighter. Deswegen, Leute, nicht geizen mit den Reizen. Wie ich es liebe. Das verschafft dem Gesicht dann auch irgendwie so ein bisschen, ne? Leben. Leben im Gesicht ist immer positiv. Ich mache das auch noch mal als Inner Corner Highlight rein. Oh ja, den nehme ich, der ist schön festgebunden von Luvia, die Nummer 7. So. Gehe ich auch einfach mal in den Highlighter rein. Oh, ich liebe ihn. Oh, der sieht aber richtig gut auch zu dem Lidschatten aus, oder? Das gefällt mir richtig gut. Vielleicht ist der Pinsel besser, um das da drauf zu machen. Oh, das passt schön. Dieses Goldbeige mit diesem Türkis, Blau, Grün. Oh, geil. Den ziehe ich mir hier so schön rein. Oh, geil. Richtig geil. Dann noch hier oben als Braunbogen-Highlight. Ja, Claudia eskaliert gerade. Echt mit dem Highlighter so ein bisschen. Aber ich stehe drauf. Oh. No. Love it. So sieht das jetzt aus. Ich mag das unheimlich gerne leiden. Jetzt habe ich ja noch was. Und zwar Lippen. Also nicht nur ich, sondern wir haben auch noch Lippen. Oh. So, dann haben wir jetzt noch was, und zwar Lippenprodukte. Das sind drei verschiedene Farben, die uns hier zur Verfügung gestellt wurden. Und ich würde sagen, und da ich einfach drauf stehe, nehme ich den dunkelsten, nämlich diesen Pansy Purple. Ich weiß nicht, ob der zum Augenlook passt, aber ich nehme den jetzt. So, das ist die Farbe Pansy Purple V09. Die anderen beiden swatche ich euch jetzt nicht, weil ich die gerne dann demnächst in eine Verlosung mit reinpacken wollte. Oh, schön. Guck mal. Das ist so eine schöne Milchglasoptik. Richtig cool. Riecht ganz in Ordnung. Hat so ein flacheres Bürstchen und so sieht die geswatcht aus. Alto Belly. Das ist mal eine Farbe, ne? Richtig deckend. Puh. Ja, das wird jetzt intensiv in meinem Mundbereich. Dann lege ich mal auf.
Ich sag's mal so, Leute. Wow, die Farbe finde ich mega geil. Der fühlt sich so schön leicht auf den Lippen an. Und, ne? Boah, der ist wunderschön. Der lässt sich durch diesen Applikator richtig schön verteilen. Der ist schön matt. Natürlich sieht man dadurch die Lippenfältchen. Ist klar, ne? Aber er fühlt sich an, als wäre er nicht drauf. Also richtig geil. Wow. Gefällt mir richtig gut, was ich hier jetzt mit euch fabriziert habe, Leute. Wirklich. Also mir gefällt tatsächlich das Augen-Make-up richtig gut. Ich finde, es ist einfach mal was anderes bei mir. Und ja, das macht echt offene Augen, ne? Ich mag auch das Dunkle, weil es auch nicht zu dunkel ist. Also mir gefällt das. Ich ja, mag es leiden. Die Lippen sind der Hammer. Ich finde diesen Lipgloss richtig geil. Mega geil. Mega, mega geil. Ja, und das ist der fertige Look. Gefällt's euch? Stimmt mal hier oben ab. Ich mache mir mal eben mein Swatch weg. Ein bisschen Fixing Spray, da habe ich das von Trended Up. Einmal kurz. Na komm. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier mal meine Playlist mit meinen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ich bin immer noch geflasht von diesem Look. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!